In diesem Video zeigen wir euch, wie eine Stahlbetondecke hergestellt wird. Vorbereitend hierfür werden zuerst die Spriesen zur Unterstützung der Schaltafeln grob auf die benötigte Länge eingestellt. Im Liegen und mit einer Markierung am Boden kann dieser Arbeitsschritt vereinfacht werden. Es wird außerdem der Spriesenkopf montiert, der als Auflage für die Schaltafeln dient. Als nächstes wird die Schaltafel von unten eingehängt und anschließend mit einer Montagestange nach oben verschwenkt. Es folgt die Unterstützung des freien Tafelendes mit weiteren Spriesen. Über die Gewinde an den Spriesen wird im letzten Schritt die Höhe der Schaltafel mit Hilfe eines Lasers eingestellt. Außerdem wird das Anfangselement gegen Verrücken gesichert, sodass die folgenden Schaltafeln entsprechend montiert werden können. Hier noch einmal der gesamte Vorgang im Zeitraffer. Da die Sicherheit unserer Mitarbeiter an erster Stelle steht, muss beim Arbeiten auf der späteren Deckenschalung unter anderem ein Abstürzen vermieden werden. Hierfür werden noch am Boden Geländerschuhe samt Geländerpfosten an den Schaltafeln befestigt, die später freie Deckenränder ergeben. Die Geländervorrichtung kann damit im ablaufenden Schalvorgang mit hergestellt werden. Der Einsatz von verschieden großen Schaltafeln muss im Vorfeld geplant und bei der Ausführung beachtet werden, um einen effizienten Einsatz der Schalelemente und eine effektive Arbeitsleistung zu generieren. Zum Beispiel eignen sich große Tafeln, um schnell viel freie Deckenfläche zu schalen. In Eckbereichen oder an Wandvorsprüngen kommen kleinere Tafeln zum Einsatz. Ausgleichselemente können hierfür auf die benötigten Breiten eingestellt werden. Eine Besonderheit im Schalvorgang stellen zum Beispiel Stützen dar. Hier muss passgenau an alle vier Stützenseiten angearbeitet werden. Das zuvor belassene Loch in der Schalfläche wird im Nachgang von oben mit Ausgleichs- und Querträgern als Unterstützung der Schalhaut ausgebaut. Nun kann das Schalholz passgenau zugeschnitten und eingelegt werden, um das Loch sauber zu schließen und die Stütze in die Schalfläche einzubinden. So werden auch die zuvor gezeigten Ausgleichselemente bestückt und verschlossen. Wenn die Deckenfläche fertig eingeschalt ist, wird vor dem Verlegen der Bewehrung die Schalhaut mit Schalöl behandelt, damit sich die Elemente später leichter vom Beton lösen lassen. Es werden dann die Drunterleisten aus Faserzementbeton gleichmäßig verlegt, um die später benötigte Betondeckung an der Deckenunterseite zur Bewehrung gemäß Planung einhalten zu können. In diesem Fall beträgt die Deckung 2,5 cm. Die untere Bewehrungslage wird anschließend in Längs- und Querrichtung im planerisch vorgegebenen Abstand ausgelegt. Markierungen mit Kreide erleichtern hierbei den einzuhaltenden Abstand der Eisen. Zur Trennung der unteren und oberen Bewehrungslage werden erneut Abstandhalter, die A-Böcke, verwendet. Es folgt die obere Bewehrungslage nach dem gleichen Vorgehen wie unten. An den Kreuzungspunkten werden die Eisen jeweils mit Draht verrödelt. Die Gesamtstärke der Decke abzüglich oberer und unterer Betondeckung ergibt den auszuführenden Abstand der Bewehrungslagen zueinander. Bevor nun betoniert wird, wird die Schalung nochmal in ihrer Höhenlage kontrolliert. Und fertig ist die Decke.